Hey ho, meine Lieben. Heute machen wir einen griechischen Burger. Ja, wie sind wir darauf gekommen? Na, ganz einfach. Gestern waren wir beim Einkaufen. Ja, mal wieder zu zweit. Und ja, ich bin am einen Regal. An einem Regal vorbeigelaufen und habe hier diese Peterbrötchen gesehen. Dann hat schon gearbeitet. Ja, kurze Zeit später ist Schatzi vorbeigelaufen. Ich hinterher gedackelt. Und schaut die an. Sagt, da könnte man Burger draus machen. Sag ich, okay, ja. Und schon sind sie im Einkaufswagen gelandet. Gut, könnte man auch leicht selber machen, aber wir haben einfach Bock drauf gehabt. Und warum nicht? Und dieser Burger ist eben mit Metaxa-Soße. Deswegen ja auch der Titel, griechischer Burger mit Metaxa-Soße. Während ich jetzt noch die Regentonnen, die Wasserpumpe installiert habe, noch bei der Patricia Reifen gewechselt habe, hat Schatz drin schon angefangen, die Metaxa-Soße zu machen. Das ist ein Thermomix-Rezept. Und ja, schauen wir mal, ob wir es vielleicht drinnen noch ganz kurz erwischen. Ein kleiner Blick, ansonsten haben wir halt eine Metaxa-Soße drin. Metaxa-Soße dazu. Also heute habe ich es mit der Versprecherei, aber egal. Wir gehen jetzt rein, werden dann Hack alles vorbereiten. Was kommt noch alles drauf? Ich glaube Auberginen und Paprika. Und rein theoretisch... Wir haben keine Paprika mehr, die habe ich verhackelt. Du hast die Paprika verhackelt? Ja. Gut, dann kommen bloß Auberginen mit auf den Burger. Hallo Patricia. Oh. ja, ganz einfach. Genau, rein theoretisch machen wir es auf der Feuerplatte, wenn der Wind nicht wieder aufflaut. Ansonsten gehen wir dann in die Grillkota. Aber jetzt... Wir machen es auf der Feuerplatte. Ja, hoffen wir doch, dass es funktioniert. Geh mal rein, legen wir los. Hier wird die Metaxa-Soße dabei schon gekocht. Oh, lecker, 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 lecker. Ich habe mir hier aus dem Internet ein Rezept runtergeladen. Oh, vielleicht verlinke ich noch unten. Metaxa-Soße mit Joghurt, wie in Griechenland heißt es. Ja, genau. Und 5 Sterne Metaxa. So lange wie der jetzt schon steht, müsste er ja schon 7 Sterne haben oder 8 Sterne. Naja, gut. Wir haben 800 Gramm gemischtes Hackfleisch. Wem gemischtes Hackfleisch nicht passt, soll einfach reines Rinderhack nehmen. Ein paar Zwiebeln, die werden in Scheiben geschnitten und auf der Feuerplatte mit angebraten. Die Aubergine wird auch in Scheiben geschnitten, das zeige ich euch gleich. Die Peterbrötchen da hinten, ja, die kommen einfach im Backofen rein. Ja, und würzen tun wir das Ganze mit dem Gyros-Gewürz vom Philipp. Ich sagte ja mal, diese Gewürze von den Barbecue-Brüdern, wie auch vom Philipp oder vom Klaus oder Grische oder was weiß ich alles, haben alle einen Barbecue-Touch. Ja, wir machen Burger, deswegen nehme ich das heute und ja, nicht das andere Gyros-Gewürz, was ich noch habe, wo ich auch mal gezeigt habe in einem Gyros-Video, glaube ich, wo wirklich nach Gyros schmeckt. Gut, also, ihr wisst Bescheid, setzen wir die Cam aufs Stativ. Natürlich könnt ihr das Hack auch mischen, wie ihr möchtet. Mischen, würzen, würzen, wie ihr möchtet. Also, da bleibt der Fantasie absolut freien Lauf. Aber bevor ich das jetzt würze, schneide ich schnell noch die Aubergine. Gewaschen habe ich sie. Ja, da machen wir uns schöne, dicke Scheiben. Auch ebenso wie die Zwiebeln nur mit auf die Feuerplatte und gut ist. So. Aubergine fertig.
Für die Zwiebeln hat sich mein Schatz freiwillig gemeldet. Die sehen wir nachher dann fertig in der Schale. Und ich würze jetzt schnell das Hackfleisch und knete es ordentlich durch. Und wie ich schon gesagt habe, ein Gewürz eurer Wahl, wie ihr möchtet. Ganz einfach. Ohne viel Tamtam. Die Metaxa-Soße ist übrigens auch schon fertig. Die schauen wir uns gleich an. Sobald ich das Hackfleisch fertig gewürzt und geknetet habe. Da haben wir die Soße. Richtig lecker, sage ich euch. Yummy. In 4 gleich große Kugeln gemacht. 5 Gramm Unterschied, 205, 210 Gramm alle. Ja, und Aubergine, Zwiebeln werden jetzt noch geschnitten. Die große, die haben wir besser nicht mehr genommen. Ist leider zu lang gelegen. Und wir gehen jetzt raus. Die Feuerplatte durch etwas längere Standzeit natürlich wieder von dem Blütenstaub und Co. etwas schmuddelig. Die werden wir jetzt erst einmal ordentlich sauber machen, heiß werden lassen. Ja Leute, und dann geht es auch schon weiter. Ich habe wieder mal den Käse vergessen, Leute. Gott sei Dank kam gerade Schatzi an und hat gesagt, wo ist der Feta? Ja, irgendjemand muss ich jetzt aufopfern und die schönen Kugeln nochmal zermatschen, weil da wird der Feta noch mit reingeknetet. Und irgendjemand von uns wird das jetzt noch machen. Also, im Hack ist Feta mit drin. So Schatz, erklär uns jetzt mal den Unterschied zwischen den Fleischklumpen. Also, nachdem Feta-Käse sich ganz schlecht verkneten lässt, haben wir das probiert. Ist jetzt nicht so gut gekommen. Da haben wir jetzt im Block Feta-Käse rein. Also darf man nur so pressen. Schauen wir mal, also was dabei rauskommt. Juicy Lucy Style sozusagen. Und die anderen sind halt so reingebröselt. Guck mal, wie es wird. Die Feuerplatte ist auch gleich soweit. Nochmal ordentlich einölen. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Und nein, ich habe heute keine Lust, mir wieder die Griffel zu verbrennen. Deswegen ziehe ich gleich einen Handschuh an. So Freunde, dann hätte ich gesagt, leg mal los. Dann werden wir groß. Wir schmeißen mal alles einfach drauf. Und jetzt geht's gleich. Verbrenne ich mal vielleicht doch noch die Griffel. So, und jetzt gucken wir mal mit den Patties, ob die Presse ausreichend ist von der Größe, weil es ist doch eine Menge hat. Also ihr seht, das lag letztes Mal wirklich an den Zutaten, wo ich im Hack drin gehabt habe. Mit der Presse, dass das Hackfleisch so extrem festgehangen ist. Also ich finde das Ding echt geil. Kommen wo bei der Gerjo. Drehen, wenden, brutzeln, braten. Bis alles fertig ist. Da fehlt Öl. Da fehlt gar nichts. Komm her mit der Pampe.
Dann hauen wir halt noch eins drauf. Ach so. Bevor ihr rumholt, bitteschön. Dann wird ein Sandwarz sein. Ja. Oh ja, das ist die, das hätte ich fast wieder Yutong gesagt, die Yutong-Zange von Moesta zum Burger wenden. Geiles Teil. Gemüse, das ganze Zeug habe ich in den äußeren Bereich geschoben. Hitzeverteilung war übrigens mehr auf der Seite. Jetzt drehen wir die Burschen nochmal um, weil leider hat ja die Presse bloß so einen kleinen Durchmesser, sonst wären die halt größer und flacher gewesen, wären wir wesentlich lieber gewesen. Aber ist nun mal so, können wir jetzt auch nicht ändern. Jetzt müssen wir halt warten, bis sie ordentlich durch sind. Oh, und der Rauch in den Augen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ihr werdet es jetzt nicht glauben, aber bei diesen dicken Okolyten nehme ich tatsächlich noch mein Kernthermometer zur Hilfe und schaue, dass es auch eine gute Kerntemperatur hat, weil ist ja gemischtes Hackfleisch. Ja, und mittlerweile liegen wir bei knapp 60 Grad. Ja gut, dann drehen wir sie nochmal um. Aber schön knusprig sehen sie aus. Oh, ich freue mich jetzt schon so drauf. So. Ja, das Gemüse können wir noch liegen lassen, bis wir gleich nachher die Burger zusammenbauen. So Freunde, dann wären wir soweit, dass wir den ganzen Kladderadatsch runternehmen. Und zusammenbauen werden wir am Tisch. Und die sind jetzt auch soweit fertig. Und dann gehen wir am Tisch rüber und bauen zusammen. Oh Leute, der Schatz hat schon angefangen zum Zusammenbauen. Aber ich baue jetzt hier für euch komplett zusammen. Wir nehmen uns erstmal hier so ein Pizzabrötchen. Also, es wird definitiv eine herrliche Sauerei und es ist zu empfehlen, Messer und Gabel dazu zu nehmen. Allein schon wegen dieser geilen Metaxa-Soße. Trizia. Ja. Trizia. Halt, ich wollte unten drunter Zwiebeln haben. Fällt er dir nicht? Nee, schon. Vielleicht fällt er schon. So, so, meinem Schatz gefällt ihr Burger. So. Dann tun wir oben noch ein oder zwei Auberginen drauf. Haben wir ja genügend. Na komm, eine reicht. Zu viel Gemüse soll ungesund sein. Das ziehen wir ganz auseinander. Oben schön mit Taxa-Soße drüber. Herrliche Sauerei gibt es. Jawohl. Und hurra. So. Und fertig ist er. Also ich finde, der sieht mal richtig geil aus. Und den werden wir jetzt probieren. Nach der Fotosession. Patricia hat ihren Burger halbiert. Moment. Die hat ihr Patty auseinandergeschnitten. So könnte man sogar mit der Hand essen. Naja,
Und dann probieren wir mal. Schatz, wie ist er? Bis jetzt. Also meine Soße ist sehr lecker. Du immer mit deiner Soße. Ja. Aber die Zwiebeln sind auch knusprig. Alles gut. Alles gut? Ich hab's doch gewusst, einmal Fotos machen für Instagram und schon kriegt man einen kalten Burger. So. Gut würzig. Mhm. Also durch sind sie. Den Feta sieht man auch. Und jetzt heißt es einmal. Na? Gut reingestochen. Ab in Hals damit. Hervorragend, die Soße. Noch mit Aubergine. Und eins kann ich jetzt schon sagen, also beim Gewürz hätte ich ein bisschen sparsamer sein können. Das Hack. Aber lecker. Und jetzt wird gegessen, bevor er wirklich komplett kalt ist. Boah, oh, war das gut. Leute, ich muss sagen, sehr, sehr lecker. Wenn auch mein Schatz jetzt nachher gleich sagen wird, dass ich wieder überwürzt habe. Was ja auch stimmt, leider. Also ich muss sagen, das Gyros-Gewürz habe ich total unterschätzt. Das haut mal richtig rein, also das hätte wesentlich weniger sein dürfen. Aber ansonsten diese Zusammenstellung von diesen Pitterbrötchen, auch wenn es ein fertiges war, mit den Zwiebeln, Auberginen und dem Hackfleisch, inklusive dieser leckeren Metaxa-Soße mit dem griechischen Joghurt drin. Wahnsinnig lecker. Wahnsinnig lecker. Und satt bin ich auch von einem Burger. Tja, Schatz, dein Fazit dazu? War sehr gut. Sehr gut? Dein Fazit zum Gewürzten? Also, die Metaxa-Soße hat es noch ein bisschen neutralisiert. Neutralisiert, ja. Also mein Teller hat hinterher ausgesehen, als ob ein Bus drüber gefahren ist. Aber macht nichts. Patricia! Mir hat's gut geschmeckt. Mhm, wunderbar. Hat vorher auch gesagt, dass es ein bisschen sehr würzig ist. Naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Gewürz ist mal ausgerutscht, aber verdammt lecker. Und Leute, ich würde mich natürlich noch über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Nachmachen. Und besser machen. Weniger Gewürz verwenden. Ja, und ansonsten. Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Naja, so schlecht sehen sie ja eigentlich dann doch nicht aus.